fahren. Nach Menjava. Zum Glück war es nicht abgesperrt. Ups. Zum Glück war es nicht abgesperrt, ja. Der Typ ist eigentlich ganz cool. Dieser Dusty, oder wie ist der jetzt? Dunsty? Dunsty, das ist ein süßer Name. Ich nenne ihn jetzt immer Dunsty. Egal wie er heißt, nenne ich jetzt Dunsty. Scharf nach links. Scharf nach links, da können wir unseren Power Slide drin. Not. Hätte man bestimmt machen können, aber ich mache das wieder blöd. Plapp. Wunderbärchen. So. Wir fahren ja auch im Mondlicht. Im Mondschein, hätte ich beinahe schon gesagt. Ich meine, der Mond, der glüht ja, aber der Mond ist tot, laut Deichkind. Vielleicht kennt ihr wieder das neue Album von denen. Oh Gott. Ganz ruhig. Schön die Karre unten halten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Kompass total durchdreht. Obwohl, doch, der funktioniert doch. Sah gerade aber irgendwie anders aus. Irgendwie sah das komisch aus. Weiß auch nicht. Und die ganze Umgebung erinnert mich so ein bisschen an Skyrim. Als ob ich hier gerade mit so einem Pferd durchreiten würde. Dann wäre das für mich komplett Skyrim einfach nur. Erinnert mich stark daran. Das ist dieser. Aber für mich heißt er jetzt Dunsty. So. Eliminieren. Verstanden. Die 600 Meter. Wind kommt aus Westen. 5 Knoten. Und los. Bitte, wo soll das jetzt hin? Da ja wohl nicht. Wenn sie da unten oder was? Anscheinend. Oh oh. Tanz für mich, tanz für mich! Langsam, die töten, nicht rumballern. Macht aber Spaß. Wir haben noch ein Ziel, es bewegt sich. Pumpen Sie ihn voll Blei. Ach, jetzt sagt er mir, dass ich auch Shift drücken kann. Oh. Langsam, die töten, nicht rumballern. Ist der Kopf. Halleluja, der Kopf ist ganz schön explodiert. Hab ihn, 11 Uhr, schalten Sie ihn aus, Deuce. Ah, da oben ist er. Er sagt irgendwas mit Füßen, ich hab's nicht ganz verstanden. Muss ich zugeben. Sag mal, achso. Gute Arbeit. Ja, das, so ein Schuss, der zieht einen auch in die Knie. Der Turm, der Kerl ist verdammt schnell. Roger, ich seh ihn. Er weiß, dass was nicht stimmt. Deuce den Turm. Oh oh. Ja, es könnte sein, dass hier gerade vielleicht was verbockt haben. Der macht keinen Ärger mehr. Nee, der macht keinen Ärger mehr. Das stimmt. Das Gerät schieben wir jetzt wahrscheinlich auch hier wieder erstmal weg. Packen Sie ein, wir haben die Trucks gesichtet. Packen Sie ein. So, weiter geht's. Nach Menjava mit unserem Dunsty. Die machen wohl einen Boxenstopp. Trucks mit Infrarotsendern markieren und vorrücken nach Clementine. Ach gut, wenn wir gesehen werden, ich will die ganze Zeit mit Shift immer Nitro geben. Roger, halten Sie so lange es geht Funkstelle. Der macht da auch die totalen Stunts. Verstanden. Die, halt. Zack, 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 zack. Gehen wir zu Fuß. Ach nö, zu Fuß. Halten Sie Fenster und Türen im Auge. Ich muss jetzt sogar selber noch aufpassen. Also ihr seid mir ein Verein. Suche im Dorf nach LKWs. Ja, die fallen ja auch gar nicht auf, die sind ja klein. Im Größenverhältnis sind LKWs ja genauso groß wie ein Smart. Und mehrere Ziele. Rücken wir vor. Nichts überstürzen, Deuce. Ich will das ja alles stealth machen, Kollege, ne? So, da sind sie jetzt zu dritt. Oh oh. Kommen die hier hoch? Ne, die gehen einfach runter. Alle Gewehr, das sind mehrere Ziele. Alles klar, sie sind weg. Erledigen Sie den Kerl in dem Durchgang. Zack. Gesichert, ich markiere den Truck. Sichern Sie mich. Ich sichere dich doch gern, Kleiner. Panzer, Truck ist markiert. Einer von den Bösen ist tot.
Ja, noch nicht. Das werden wir dann sehen. Einer erledigt, noch zwei. Keine Zeit, die Leichen zu verstecken. Beeilen wir uns, dann sind wir weg, bevor die sie finden. Dann wollen wir uns mal schneller hier schön beeilen. Halt, Hughes. Bleiben Sie im Schatten. Wir ziehen das leise durch. Oh Gott. Die wissen nicht, dass wir hier sind. Im Schatten durchziehen finde ich gerade auch vielleicht besser. Ach, ich soll die Messer nehmen, bestimmt, wa? Okay, alles klar. Nach links. Zu einer großen Bande vorbei. Wir haben zwei Ziele. Eins für Sie, eins für mich. Feind am Boden. Rück vor. Kein Problem. Jesus, ich sehe mir das Ganze von oben an. Warten Sie. Okay, Deuce heißen wir apropos, gut zu wissen. Ich sehe noch einen Truck, 50 Meter voraus auf 10 Uhr, alles klar. Dann gehe ich einfach mal hin. Oh Gott, das sieht doch schon... Wo siehst du denn hier einen Truck? Nee. Jetzt ist alles klar. Ja, jetzt ist alles klar, supi. Das war der Wayne Train. Da ist auch ein Truck gewesen, falls ihr das gehört habt. Einfach mal ein bisschen nichts um anbringen. Einer für Sie, einer für mich. Ziel rechts. Gut geschossen. Und jetzt raus aus diesem Innenhof. Ja, die habe ich auch beide geholt. Erstmal schnell hoch zu ihm. Komm her. Auf mit ihm. Du hast aber schöne, starke Arme, Dunsti. Heißt aber Dusty. Nee, du bist jetzt Dusty. Und keinen Mucks. Wir regeln das ganz ohne Ärger. Okay. Wo ich ja schon gerne Ärger hätte. Nee. Oder soll ich den jetzt doch erschießen? Wahrscheinlich schon. Oh oh. So viel ohne kein Ärger. Aber wenigstens ist die Mission noch nicht gescheitert. Ich sag extra mal noch nicht, weil so viele Gegner wie hier kommen, ist das vielleicht gar nicht mal so einfach. Ist das jetzt extra so, dass so viele Gegner kommen? Dass das nochmal eine kleine Herausforderung ist oder wie sieht das aus? Die Granate direkt vor meinen Füßen. Die mich zwingt rauszukommen. Okay, alles klar. Deuce, gehen wir. Die Leichen lassen wir liegen. Die Trucks werden uns zum nächsten Ziel führen. So, hier hätten wir den nächsten, wo wir was dran kleben können. Ein Sender. Diesmal hatten wir sogar einen Sender in der Hand. Kommen Sie jetzt her. Ach, jetzt erstmal wieder zurück. Ich kehre zu den ATVs zurück. Jo. Wo soll hin? Hä? Hä? Ich werde ihn nie verstehen. Hä? Bitte was? Bring mich halt komplett durcheinander. Komisch, komisch, komisch. Dusty, ihr Jungs bekommt noch mehr Besuch. Bleibt getarnt. Wilco Panther. So. Hier rein, D. Gesichert, vorwärts. Gesichert, vorwärts. Oh Gott, oh Gott. Das wird kein Spaziergang. Sie sind dran, D. Ach, ich bin dran. So viel dazu, dass es kein Spaziergang wird. Sie sind erledigt. Bin unterwegs. Das war ja wohl halb so wild. Ah, ich höre da noch wen. Aber das war nur ein letztes Keuchen. Gut. Wo führt uns das hier alles hin? Ich hab den Kerl. Warten Sie den. Ich will den aber messern. Ich will auch mal solche epischen Aktionen machen. Naja, machst du das. Lecker.
Situationsbericht, Dusty. Am Ende hat er doch noch geschrieben. Bringt ja auch alles was. Feinde gefallen, Trucks mit Infrarotsendern markiert. Ziehen uns zum ATV-Versteck zurück. Klingt gut, verlieren Sie keine Zeit. Reaper 3-1 ist in der Luft, wir müssen zum Clementine. Roger, die, geben Sie Gas. Drei Ziele, an diesen Typen kommen wir nicht vorbei. Sie sind dran, die. Ja, ich hab's ja schon. Gar kein Problem. Machen Sie was draus. Ja, aus der Munition werde ich was machen. Keine Ahnung. Komm schon. Puh. So, jetzt schnell zurück zu unseren ATVs. Aber irgendwas muss doch dazwischen gekommen sein. Die können die doch nicht einfach so nicht gesehen haben. Das war ja wohl total offensichtlich, oder nicht? Aber so wie es aussieht... Kameradenhilfe. Jo. Yippie. Schnee. Sollen wir ihm bestimmt hochhelfen, oder nicht? Nein, er kann das alleine. Er ist der König. Auf zu den ATVs. Zum A-Team. Yeah. Und auf zu unserem eigenen. Ey. Drauf da. So, jetzt erstmal zum Team vorstoßen. Roger, Hughes, geben Sie Gas. Nächster Halt, Clementine. Nächster Halt, Clementine. Puh. Das war aber jetzt auch schon anstrengend. Obwohl man da jetzt ja nicht so stealth bleiben musste, dass man die Mission tausendmal neu startet, wenn man einen da jetzt falsch geholt hat. Das ging ja eigentlich noch. Aber ich hätte mir eher solche Gelegenheiten wie mit der Sniper warten, dann so ein Collateral gleichzeitig machen, hätte ich mir schon gewünscht. Das wäre schön gewesen. Sage ich mal dazu. So, und wo führt uns das jetzt hier alles hin? Zu unserem Team natürlich. Aber wo befindet sich das Team? Das ist die zweite Frage. Wow, verdammt. Ja. Das ist dann jetzt hier so ein kleines, schönes Stunt-Rennen. Langsam, die, wir sind da. Pferde sind am BT. Ich behalte die Augen. Dus, verstecken und sichern Sie die ATVs mit Sprengfallen und besetzen Sie den BP. Willkommen in Clementine. Gehen wir in Position. Das wäre eine coole Aktion von ihm. Ab hier gehen wir zu Fuß. Zu Fuß. Was tun die da? Männer, die auf Ziegen stachen. Ich hab freies Schussfeld eliminiert. Shahi Kot. Kot. Rabbit. Ah, wir sind wieder Rabbit. Gut, gut. Ein vertrauter Name. Und ein toter Schafshirt. Ziegenhirt. Hirt. Gute Nacht. Status. Geräumt. Er wird üble Kopfschmerzen haben, wenn er aufwacht. Ist ja nicht so schön. Funk. Sind unterwegs. Jimmy. Zwei Klicks von Dorothy entfernt. Roger, Mother, geben Sie uns einen Zollbericht, sobald möglich. Mother, Panther, wir empfangen überschlägige Einschläge rund um Ihren OP. In Ihrem Raster gibt es OP? Weitere Ecke. OP ist a fact. Bleiben Sie wachsam. So sieht es nämlich aus. Udo, kein Techniker ist hier eine sichere Deckung. Komm schon. Mother 3, zu Fuß, 12 Uhr. Unten bleiben. Warten, bis wir soweit sind. Langsam, Lady. Mal sehen, wohin Sie wollen. Sie bleiben stehen. Collateral. Es könnte wirklich der perfekte Collateral sein. Jetzt nicht mehr. Mach mal Rabbit wach. Soll ich doch?
Status. Die wurden ganz schön zackmal. Weiter. Runter. Putzen wir die weg. Oh. Negativ. Vorbeilassen. Der guckt auch gar nicht perfekt auf uns drauf. Naja. Alles klar. Mal sehen, wohin sie gehen. Hinter uns. Hinter uns? Sie gehen hinter uns. Hä? Hab ich das gerade nur nicht verstanden, oder? Das macht raus. Lautlos. Vorwärts. Köpfe runter. Lautlos vorwärts. Wir schweben einfach über den Boden. Wir schweben hinweg. Ja, die sind über alle Berge. Ich soll genau den Speer da. Zack. Was hat er da gerade reingeschmissen? Und warum liegt er da halt mit dem Kopf drin? Nicht wirklich. Das sah gerade eher so aus. Sind wir aufgeflogen? Funkverkehr dreht durch. Wir haben was gehört. Ist ja auch egal. Wir rücken zu Reaper. Das hat ihre Aufmerksamkeit erregt. Oh Gott. Luftunterstützung ist eingetroffen. Jeremy, Martha. Und die Flugabwehrstellung, die müssen wir jetzt hier ausschalten. Feuer! Ziel am Boden! Achso, hätte ich das jetzt gar nicht machen sollen. Ja, ich sollte auch mal eher ein bisschen zuhören. Bevor ich sinnlos irgendwo reinballer. So, jetzt haben wir eben mal wieder unsere 1A-Windberechnung. Um jeden einzelnen Schutz, den rechne ich gerade aus, damit er auch perfekt an sein Ziel ankommt. Wie ihr seht, ich mache ja nur Headshots. Ich stelle es mir irgendwie witzig vor. Ich stelle mir gerade vor, wie jemand etwas Let's Playt. Und das dann mit dem Hack durchspielt. Stell dir nur vor, der macht dann immer nur Headers und ist dann schnell mit dem Spiel fertig.